Irgendwie. Smalltalk an Weihnachten, ho, 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 yeah, gib mir Lebkuchen, Mann, gib mir noch mehr, ich mach mein Portemonnaie. Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zum zweiten Teil von, ihr wisst es, Error 422. Wir sind gerade reingegangen, also im Prinzip bis jetzt nichts Besonderes passiert. Die Musik ist halt immer nur sehr laut. Ihr wisst ja, beim letzten Mal haben wir uns ja umgebracht. Hier der Chat schreibt alle Hallo YouTube. Ja, wir haben uns halt umgebracht, um zu gucken, was passiert. Da ist ja eine Explosion stattgefunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das derselbe Spawn war, wo wir waren. Ich würde sagen, wir laufen halt jetzt einfach ein bisschen rum. Hier sind schon Ozelots. Oder Ozelots, keine Ahnung. Also wir starten jetzt weiter direkt. Ich fühle mich eigentlich noch ganz komisch. Die Frage ist, ob es jetzt resettet ist, dass er uns beobachtet oder halt nicht. Das ist die Frage, ne? Das kann ich euch jetzt leider nicht sagen. So, okay, hier ist wieder nichts. Also das Ding ist, ich muss es ja auch so, die Render, das sind so knapp halten, so short halten. Sonst passiert irgendwie nichts. Die Sache ist die, so. Also natürlich erschien wieder Erik, so. Mit K, liebe Leute, mit K. Also immer, wenn ihr meinen Namen schreiben wollt, dann bitte mit K. So. An sich. Gibt es Rituale, wie man ihn beschwören kann oder so? Letztes Mal meinten das ja viele Leute, dass man irgendwie Kakteen zerstören muss, um ihn aggressiv zu machen oder was weiß ich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn es dunkel ist, dann passieren irgendwie mehr Sachen. Kann es sein? So. Rief du doch mal die Welt. Ja, aber gut. Also was heißt griefen? Ist das jetzt griefen? Oh mein Gott. Habe ich mich gerade dieses Schaf erschrocken. Okay, also wir sind schon mal hier in einem verstörenden Biom. Oh, es wird Nacht, Alter. Ich habe gar keinen Bock auf die Nacht. Ich mache die Sounds an. Okay, die Sounds gehen eh nicht. So kann man das Ding jetzt einstellen. Ich weiß nicht, also. Ah, nee, ich wollte Helligkeit gucken, genau. So. Jetzt ist es auf jeden Fall heller. Aber man kann ja Error 422 treffen. Bedeutet, mache ich entweder was falsch oder so? Oder zerstört vielleicht die Blätter? Wie meinst du das? Musik der Version, aber ist da. Ist das der White Enderman? Hä? Ah, ne, okay, doch nicht. Ich dachte schon einfach der White Enderman. Okay, warte mal, aber in so einem Biom waren wir ja. Okay, also ich habe das Gefühl, immer wenn es ein bisschen laggt, dann könnte was passieren. Aber weiß ich nicht. Du wirst attackiert von hinten, was? Es ist irgendwie wieder sehr verdächtig still. Okay, hallo Creeper. Schau dich gut um. Ja gut, okay. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, warum ist dieser Baum weg und warum ist dann umgeht das Kreuz? Zu der Frage von, ob wir noch auf dieser Welt sind und mein Haus finden können. Ja, wir können es noch finden. Und ich muss irgendwie mein Haus kommen, ohne getötet zu werden. Uah, so. Ah, ich kann nicht schlafen wegen dem Monster, ne? Okay, aber gut zu wissen. Wir sind quasi zurück. Ist eigentlich voll dumm, was ich hier mache, kann es sein? Ja, wie will ich jetzt eigentlich schlafen? Nutzt ihr mal einen Hinterausgang, ne? Nein! Ich bin auch so bescheuert, Alter. Was mache ich denn da? Sing es ohne Sounds, ist das voll komisch. Nein, oder? Ja, super. Kann man die eigentlich noch, Nee, das ist schon das Geringste. Sind gar nicht so falsch, glaube ich. Ich glaube, das war hier. Meine Nase juckt bis zum geht nicht mehr. Mann. Oh nein. Achso, ich dachte schon, kann nicht mehr rennen. War das hier, Leute? Wisst ihr das? Das war doch viel Wasser. So. Wie bist du gestorben? Durch eine Spinne. In meinem eigenen Haus, das weggesprengt wurde. Okay, Leute, sage ich ehrlich, keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Wie kann eigentlich sein, dass dieses Loch sich nicht gezeigt hat, nix? Wie kann das sein? Ah, okay, wir sind wieder im Dschungelbiom. Dschungelbiom. Mann, ey. Was ist denn das? Da passiert echt nichts. Ja, Mann. Ich habe echt gedacht, da passiert mehr. Hier passiert ja einfach gar nichts mehr. Ich sage mal so, wenn das Video online kommt, das heißt, wenn ihr das gerade auf YouTube schaut, nicht als Stream, sondern als Video, bedeutet das, dass wohl noch irgendwas passieren wird? So bedeutet, wir im Stream wissen das aber gerade nicht, ob was passieren wird oder nicht. Weil das werde ich dann natürlich nicht hochladen, ne? Einfach eine neue Welt starten. Ja, aber die Sache ist die, wenn ich eine neue Welt starte, vielleicht ist dann der Fortschritt von Error 422 weg. Also, ich weiß nicht. Soll ich eine neue Welt starten, Leute? Schreibt mal in den Chat. War ich nicht sogar hier vorhin? Ja, nein, nee, ja, nö. Okay. Ja, jetzt bin ich noch mehr überfordert als davor. Also Leute, für die das... Warte.
Also für die, die gerade auf YouTube sind, warum ich eine neue Welt starte. Ich habe gerade eine Abstimmung gemacht und 66% haben gesagt, ja, starte neue Welt. Das bedeutet, wir testen jetzt einfach, ob, weiß ich nicht, ob der, okay, das könnte ja fast ein umgedrehtes Kreuz sein. Oder eigentlich ein Kreuz. Wir testen jetzt einfach mal zusammen, ob das was bringt, wenn man eine neue Welt startet. Also fast 70%, das ist schon sehr eindeutig. Die Sache ist halt die, ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht wieder eine Wüste finden, auf jeden Fall. Und wie sieht jede Map... Warte mal. Ist das nicht dieselbe Map? War das nicht genau gerade genauso? Okay, nee, keine Ahnung. Okay. Okay. Hier passiert direkt etwas. Ich habe Instant-Heilung bekommen. Okay. Hello. Okay, es passiert direkt was. Und warum ist hier so ein komischer Schatten? Also, okay. Okay, zwei komische Sachen schon mal. Obwohl ich mir sicher bin, dass das vielleicht einmal ein Grafikbug ist. Okay. Gut. Das können wir schon mal festhalten. Ich würde dennoch trotzdem eine Wüste finden. Okay, da ist wieder Ozelot. Oder Ozelot. Hol mal Fleisch. Ja, will ich eigentlich machen. Ich will erst eine Wüste finden. Gut, gut zu wissen. Also, er hat mir Heilung gegeben. Was bedeutet das? Okay. Noch was Komisches. Boah. Ja, stimmt. Du hast recht. Der hat mir eigentlich eher was Gutes getan. Also, naja. So. Oh. Ich dachte, ich mach kurz einen Jump'n'Run, aber nein. So. Interessant. Okay, was ist das denn hier? Einfach. Okay, da, also, dass sowas generiert wird, ist ja extrem komisch. Okay, hier brennt einfach das alles ab. Ist okay. So, bis jetzt ist ja auch alles noch relativ normal, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, würde ich nicht runterfallen, dann würde ich das behaupten. Egal, Kopf hoch. So, ich kann nicht mehr rennen. Okay, also ich würde mir wünschen, dass das alles jetzt ein bisschen schneller passiert. Okay, das ist wirklich so ein typisch klassischer Ort, wo man so Screenshots von irgendwelchen Mythen macht. Aber bis jetzt... Okay, also halten wir mal fest. Eine Sache, die definitiv von Error 42 kam, ist das mit der... Oh, Alter. Sieht man das? Das sieht man irgendwie nie, ne? Okay, also meine Gänsehaut ist gerade sehr am Eskalieren. Das habt ihr doch gerade gesehen, oder? Das habt ihr doch gerade alle auch gesehen, oder? Boah, ist da was abgebaut? Hat man das gesehen? Ich meine nicht meine Gänsehaut, ich meine das, was gerade passiert ist. Knockback, da hat da jemand eine Schelle gegeben, ja? Alter, das ist auch letztes Mal passiert. Okay, warte. Okay, nee, das ist eine Höhle. Warte, war da nicht gerade irgendwas? Nee, oder? Okay, genau in dem Moment, wo ich sage, dass bis jetzt eine Sache passiert ist, ist dann genau etwas anderes Komisches passiert. Schon zwei Anzeichen innerhalb, sagen wir mal, 7 Minuten oder so in dieser neuen Welt. Mann, bitte, ey, bitte, es muss jetzt was passieren, ey. Nee, ich mach mir noch eine Axt, komm. So, also, alle Veganer bitte kurz weggucken. Kann ich überhaupt rennen? Nein. So, hier gibt's zum Glück auch noch keinen Cooldown oder wie das heißt. Ich glaube, das war Cooldown. So, komm her. Komm her, du alte Kuh. Bitte was? Bitte was? Hat er mich gerade gegrillt? Okay. Ich weiß nicht warum, aber in dieser Welt geht einfach 20 Mal mehr ab. Hier, Erik went up in flames. Er hat Zeus gerufen, ja Mann. Das ging ja schnell. 3 Anzeichen. Das ist heftig. So. Da ist vorne einfach eine Kuh gespawnt. Die hast du, glaube ich, als letztes gekillt. Vielleicht war er das. Wie, dass er eine Kuh war oder was? Wie meinst du das jetzt? Vielleicht triggert ihn das ja wirklich, wenn man irgendwen umbringt oder so. Weiß ich nicht. Aber das war ja wirklich... Warte. Waren hier nicht voll viele Kühe? Ach, da hinten. Okay. Vor ein umgedrehtes Kreuz. Ja, okay, das machen wir gleich. Aber eine Sache, die man... Okay, da, warum ist da ein toter Busch? Eine Sache, die man schon mal feststellen kann, Error42 ist in dieser Welt viel aktiver und nimmt nicht auch irgendwie mehr wahr, also ja, das ist schon mal gut, das ist schon mal sehr gut. So. Ah, Mist. Er ist Veganer, also hat er dich gekillt. Kann auch sein, oh nein, es wird Nacht. Oh nein, ah, nee, warte, ist doch voll gut, hier sind Schafe. Umso besser für uns. So, okay. Okay, das habt ihr doch okay, langsam wird's komisch. Ich sag euch ehrlich, langsam habe ich richtig Schiss, ne? Also jetzt, so beim letzten Mal, habe ich das eher so chillig gesehen. Aber jetzt habe ich richtig panische Angst bekommen. Ich sag's euch, wie es ist. Okay, warum ist das Schaf so weggeflogen? Oh, ich habe ein Level. Ah, ne, ich hab's kommt von Kühen und so.
Ich hab so Angst, ne? Ich hab so unglaubliche Angst gerade. Umso dunkler es wird, umso mehr Angst habe ich. So. Oh mein Gott. Bau dich runter, bau dich runter. Okay. So. Wir schlafen jetzt einfach. Alles gut. Da war etwas. Wieder war etwas. Nein, die Kuh ist wirklich vor den Augen gespawnt. Die hast du dann gekillt und daraufhin bist du gestorben. Ich denke also, dass das Error Feature 2 in einer Kuh gestellt war. Also war es wahrscheinlich so eine Falle oder so. Meinst du das so? Okay, Bro. Langsam wird's komisch. Ich merke schon, langsam geht's richtig ab. Hoffe ich mal. So. Einfach schlafen, da haben wir keine Nacht mehr. Das Einzige, was mir gar nicht gefällt, ist, dass man keine Sounds hört. Das macht das Ganze ein bisschen komisch, weil wäre doch besser, wenn man Sounds hört. Aber irgendwie ist das nie bei verfluchten Versionen so. So, okay. Schafe droppen eh kein Fleisch, das heißt, die brauchen wir gar nicht töten. So. Okay, den Dschungel? Nee, Dschungel mag ich überhaupt nicht. Aber bei Fortnite mochte ich diesen Dschungel auch nicht, bei Chapter 4 überhaupt nicht. So. Nee, kein Dschungel. Ich hasse Dschungel. Was sind das für weiße Flecken in der Luft? Das ist ein Spinn, das ist ein Spinn. So. Okay. Irgendwie sieht das wieder so ähnlich aus wie vorhin, oder? Sollen wir irgendwas in den Chat schreiben, maybe? Irgendwas? Ein paar Kühe, die killen wir einfach wieder. Aber also Displays, was du geschrieben hast, dass eine Kuh vor mir erscheint, ich sie töte und dann quasi Error Feature 2 da reingetarnt ist, ist mir auch ein bisschen zu weit aus den... Also irgendwie zu weit hergeholt. Irgendwie... Alter, jetzt muss man die Gänsehaut sehen. Jetzt sieht man die sowas von. Hoch. Alter. Was zum. Oh mein Gott. Ich hab grad so schlimme Gänsehaut, ne? Das sieht man halt nie in der Kamera. Ich hab grad so schlimme Gänsehaut. Oh mein Gott. Ach du, mein Herz, ich sag euch ehrlich, mein Herz tut gerade wirklich ein bisschen weh. Ich schwöre es euch, ich hab mich lange nicht mehr so heftig erschrocken. Oh mein Gott. Alter, mein Herz. Das ist einer der schlimmsten Jumpscares, die ich jemals gehabt habe. Der war so schlimm, dass ich nicht mal wirklich schreien konnte. Alter. Du Wichser. Alter. Ach du, ey, Leute, ich sag euch echt gerade, Alter. Ich glaube, es hat noch nie irgendein Jumpscare geschafft, mir so weh zu tun. Ey, ich sag euch ehrlich, mir geht's überhaupt nicht gut gerade. Alter, das ist auch gar nicht lustig. Das ist nicht so ein Jumpscare, wo man danach lacht. Also, der war richtig schlimm. Ich hab's gehört, dass es bald zurückkommt. Kann sein. Ich wusste gar nicht, dass so ein Jumpscare so schlimm sein kann in Minecraft. Keine Tiere töten, macht nur aggressiver. Ich habe auch das Gefühl, umso mehr Tiere man tötet, umso mehr zeigt das. Ich habe gerade immer noch Gänsehaut, ne? Ich bin gerade so traumatisiert, Alter. Alter. Also, ich meine das gerade ernst, ne? Ich fake das nicht. Ihr wisst, ich bin immer ernst. Also, ehrlich, so. Und wenn ich das faken würde, könnte ich ja so machen. Oh mein Gott! So. Aber ich meine das ernst. Das ist gerade einer der schlimmsten Momente in meiner ganzen YouTube-Laufbahn, wenn es um Jumpscares geht. Sage ich euch ehrlich. Ich habe Gänsehaut immer noch. Mein Herz tut gerade ein bisschen weh. Ich bin geschockt. Warum leckt das so? Nein. Alter. Jetzt wissen wir aber, es könnte noch ein Jumpscare dazukommen. Ey. Es wird doch gleich wieder was passieren. Aber das Gute ist, ich habe wirklich das Gefühl, dass irgendwie das Töten von Mobs, vor allem Kühen, irgendwie dafür sorgt, dass er provoziert wird. Stimmt! Wisst ihr noch, letztes Mal, da habe ich... Oh, ich hatte gerade ein umgedrehtes Kreuz. Da habe ich doch auch diese Schweine getötet und genau dann kam sie in so ein Befehl. Steht irgendwas dran? Nee. Ich töte jetzt einmal wieder Kühe. Ich habe echt das Gefühl, das könnte ihn provozieren. Vielleicht löst das irgendwie was aus. Einfach Plot-Twist. Okay, ich bekomme... Ich habe Schaden bekommen. Einfach Plot-Twist, Error Feature 2 ist jetzt einfach wirklich vegan. So. Also krass. Ey, das ist... 32 Steak. Okay. 350 Likes. Leute, 300... Oh mein Gott. Alter. Einmal dieser Jumpscare war... Ey, ich bin gerade, glaube ich, richtig im Schock. Ich erschrecke jedes Geräusch, weil... Vielleicht machen die das ja auch mit Absicht, dass es so leise ist. Und wenn ein Jumpscare kommt, dass man sich so erschreckt. Gibt es eigentlich Leute, die schon gestorben sind oder so wegen so einem Jumpscare? Bestimmt Leute mit einem schwachen Herzen, aber ich habe eigentlich kein schwaches Herz. Okay, also es ist mir zu lange aber still gewesen. Bis auf jetzt, die Donation. Warum ist hier nichts, ne? Okay, wieder ein Anzeichen. Ey, der ist richtig am Ausrasten hier. Den treffen wir doch safe noch, Alter. Den müssen wir doch treffen. Der hat sich so oft jetzt schon gezeigt. Hey, Baby, wow, wow. Ich töte jetzt einfach nur Kühe. Weil ich weiß ganz genau, das wird ihn wahrscheinlich provozieren. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ist nur eine Theorie. It's just a game theory, guys. It's just a game theory. So. Ba, 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 da, 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 da.
So. Okay. Hat jemand im Chat geschrieben? Lüge! Okay. Losting war da, ja, ja. Oh. Oh, wow, 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 wow. Leute, wir haben das gefunden, was wir wollten. Ich baue direkt Kakteen ab. Vielleicht wird das was bringen. Stimmt, ich kann mich erinnern. Es gab ja auch diese Screenshots, dass, wenn das passiert, was vorhin passiert ist. Ich habe gerade Gänsehaut, allein wenn ich in dieser Wüste bin. Ich glaube, gleich wird wieder was Schlimmes passieren, ne? Höhen Village? Ein Village? Oh mein! Okay, warum läuft das hier aus? Oh mein Gott. Was soll ich dazu sagen? Also, wie kann ich die ganze Zeit Herzinfarkte von einem Donation-Sound bekommen? Donation, schlimmster Jumpscare, lol. Ja, ist so. Oh, wo kann ich schon schlafen? So, krass. So. Oh, nein. Oh nein. Hunger, 40 Sekunden. Okay, aber wieder ein Effekt. Aber Hunger zu haben ist ja nicht gut. Krass, das sieht man ja auch ein bisschen, wenn man drauf achtet. Okay, ich dachte schon, es wäre jetzt auf Deutsch. Der weiß jetzt auch, dass wir Deutsch sprechen. Ja, dieser blöde Effekt. Okay, also alle paar Minuten passiert irgendwas. Die Frage ist, wie lange dauert es, bis er kommt? Also anscheinend wird es nicht schlimmer. Es wird einfach immer irgendwas. Es passiert einfach immer irgendwas. So. Und stimmt, da ist mir eingefallen, wir wollten ja ein umgedrehtes Kreuz machen. Das machen wir jetzt schnell. So. Also, er greift niemals auf die Windows-Settings zu. Höchstens kann er das Spiel abstützen lassen, aber mehr kann hier nicht passieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, Mist, was habe ich hier gemacht? Habt ihr gerade gesehen? Der hat versucht, mich zu töten. Aber er hat es nicht geschafft, weil ich quasi in der Luft rumspringe. Habt ihr das gesehen? Da war gerade ein Blitz. 5 bis 20 Minuten. Ja, okay, das ist jetzt mir auch zu weit, die Spanne. Der wollte mich gerade töten. Ich habe den einfach outplayed. Das ist einfach wie Losting. Ich besiege einfach den Mythos. Wieso buggt es? Ja, es leckt, ne? Es leckt richtig. Aber das ist sogar ein gutes Anzeichen. Das könnte bedeuten, dass gerade irgendwas lädt oder so. Also Alpha 0.0.0 war ja das Krasseste, weil da haben wir ihn ja wirklich getroffen. Die Figur. Das heißt, könnte vielleicht das zweite Mal so richtig sein, dass wir mal einen Mythos wirklich finden. Also bei einer verfluchten Version. Also es leckt gerade übelst, ne? Ich glaube, irgendwas passiert gerade. Irgendwas richtig Seltsames. Also ich meine, was ist irgendwie? Also ich glaube, wenn ich so grob sagen würde, in ein oder zwei Minuten passiert wieder was. Ich habe wirklich das Gefühl, Kühe töten bringt irgendwie was. So. Alter, es leckt ja wirklich krass. Es leckt irgendwie wirklich krass. Manchmal jetzt wieder nicht. Jetzt schon wieder. Und also, es liegt offensichtlich nicht an meinem PC, weil Minecraft ist ein Spiel von 2010, Alter. Wie, also, ne? Das ist vor allem noch eine alte Version, also das müsste eigentlich flüssig laufen. Okay, warte mal, diese Kuh ist gerade einfach gespawnt, kann es sein? Nee. Okay, warte. Also, es ist jetzt wirklich lange nichts mehr passiert. In den nächsten 60 Sekunden muss was passieren. Definitiv. Oh mein. Ich habe gesagt, ich werde mich nicht erschrecken. Ich habe mich wieder erschrocken. Danke für die Donation. Okay. Jetzt wieder alles. Okay, war. Irgendwie ist mir das wieder zu ruhig. Eigentlich sollte schon längst was passieren. Ich glaube, es passiert eher was, wenn ich halt Blöcke baue, Mobs kille oder mich bewege. Also, es bedeutet, es kann einfach immer passieren. Ich glaube, es ist random. Ja, eben. Also, es ist ja kein Abstand von Minuten oder so. Ich weiß nicht, ob jemand gerade einen Timer gestellt hat, aber es passiert eher zufällig. Okay, also, diese Kuh. Okay, ich töte mal alle Schafe, weil ich muss wirklich sagen, dass diese Schafe gerade sehr verdächtig gespawnt sind. Okay, ne, alles gut. Okay. Wie lange schon wieder nichts passiert? Ich glaube jetzt so 5, 6 Minuten, oder? 8 Minuten, maybe? In Höhle gehen würde ich jetzt nicht machen. Oh, wartet mal. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich Level 100 bin? Wie lange ist das bitte schon so? Also seit wann habe ich bitte 100 Level? Hä? Okay. Okay. Interessant. Erik oben, was oben? War ja letztes Mal auch so. Seit wann ist das bitte? Wirst safe geblitzt und lässt sich noch ein... Was? Wirst safe geblitzt und lässt sich noch ein bisschen genießen. Was? Ich glaube wirklich, das Laufen ist halt echt die beste Idee. Weil irgendwie ganz ein Haus und so, da passiert ja glaube ich nicht so viel. Wir machen quasi genau das Gegenteil wie vom letzten Mal. Und beim letzten Mal ist ja nicht viel passiert. Also, kann es sein, dass umso stärker das Event ist, umso länger es dauert, bis etwas kommt? Das kommt von den Mobs, glaube ich. So wirklich? Das kommt von den Mods. Mobs. Ich töte einfach mal wieder die ganzen Schweine. Wenn ihr das ganze Zeit so wollt. So. Weg mit dir. So. Weg mit dir. Also viele sind jetzt der Meinung. Von den Mods. Ja, ja. Viele sind also der Meinung, dass es an den Mobs liegt. Dass umso mehr Mobs ich kille, umso mehr 8 Minuten sind schon rum. Seitdem das letzte passiert ist. Okay, gut zu wissen. Danke.
Okay, 8 Minuten ist echt lange, ne? Was war das letzte, was passiert ist? Der Blitz kann es sein, der mich aber nicht getroffen hat. Vielleicht ist auch das doch der Grund. Egal, ich stelle einfach mehr Kühe. Okay, ja. Habt ihr es gerade gesehen? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe es aber auf jeden Fall gesehen, weil es sah gerade so aus, würde ich nach vorne laufen. Ich wurde aber gerade gestoßen. Das heißt, das ist das nächste. Also gerne ab jetzt wieder einen Timer starten. Das war jetzt das nächste Event. Okay. Leider lame, dass immer dasselbe passiert tatsächlich. Aber, naja. Es passiert auf jeden Fall mehr als letztes Mal. Okay. Okay. Es fängt an. Da kommt direkt das nächste hinterher. Ich habe das Gefühl, manchmal passieren einfach zwei Sachen hintereinander. Aber ist euch das aufgefallen? Jetzt habe ich mehr Kühe getötet und es passiert wirklich. Vielleicht ist doch was an der Theorie dran. Okay, ich habe gerade Schaden bekommen. Ich glaube, weil ich Hunger habe, ne? Endlich ist passiert was. Ja, es passiert eigentlich. Jetzt habe ich Jump Boost. Okay, ey, Leute. Ey, es könnte, glaube ich, wirklich daran liegen. Aber irgendwie nur mit Kühen. Level 101, ich glaube, weil ich gerade einfach Mobs getötet habe. Ey. Warum, wenn man Kühe tötet, passieren Sachen? Drei Sachen sind gerade hintereinander passiert. Oder waren es drei? Ja, drei Sachen. Erstmal werde ich geschubst. Ich werde erstmal geschubst. Dann kommt diese Textnachricht und dann bekomme ich Jump Boost 3. Und das ist voll scheiße, weil so verletze ich mich die ganze Zeit. Okay, dann versuche ich mal nicht zu springen. Ich muss mehr Kühe töten, aber ich brauche halt Holz, ne? Kann eine Kuh sein. Also Error 42 kann eine Kuh sein. Das ist doch Error 42, so heißt doch die Figur. Oder war das Glitch? Ich meine, es war Error 4Z2. Es laggt ein bisschen. Okay. Also jetzt hier nicht. Mach Steintools. Ja, wie, Bro, wenn ich hier keinen Baum finde. Es sind drei Sachen passiert, nachdem wir einen wirklichen Kuhmassaker gemacht haben. Okay, hier sind Bäume. Ich gehe dann direkt auch gleich zurück. Okay, warum? Warum ist hier kein Wasser? Achso. So. Ich versuche nicht zu springen, 2 Sekunden später. Vielleicht ist er Hindu, weil ich glaube, dass man im Hinduismus nicht Kühe essen, töten darf. Also stellt euch mal vor, jetzt wirklich, der Ersteller von dieser Version ist wirklich ein Hindu, ne? Also wirklich ein. Ich weiß nicht, ob es Hindu war, aber ein religiöser, ne? Also aus Indien. Da gibt es ja mehrere Religionen, aber eine Religion, da hat man, vergöttert man ja Kühe oder so, da tötet sie nicht oder isst sie nicht. Stellt euch mal vor, das ist die Person. Und deswegen eine Version gebaut, die dich verflucht, wenn du Kühe tötest. Im Prinzip. Um uns irgendwie zu belehren, dass Kühe heilig sind. Stellt euch das mal vor. Aber da will ich jetzt auch nichts sagen, ne? Aber. Darüber habe ich auch vorhin nachgedacht, dass immer, wenn man Kühe tötet, dass was passiert. Das ist schon sehr seltsam irgendwie. Wie schnell gehen bitte Holz. Also, hier. Wie schnell geht bitte ein Holzschwert kaputt? Das ist wieder lange nichts mehr passiert. Vielleicht ist die Kuh-Theorie doch nicht richtig, aber wie können dann drei Sachen hintereinander passieren? Wie kann das sein? Aber als ob der einen so lange warten lässt. Das ist doch auch ein bisschen verrückt, oder? Der lässt einen so lange warten, bis irgendwas passiert. Ich will mal alle Hühner. Okay, ich versuch's mal jetzt bei Hühnern. Ich kehre jetzt nicht alle, aber so ein paar. Aber hier dich, dich. Ja, okay, auf diesen Zombie habe ich ja gar keinen Bock jetzt. So, lass mich in Ruhe. Okay, jetzt ist wieder viel zu still. Es ist hier nochmal drei Sachen hintereinander und dann ist wieder 10 Minuten still. Sind schon bei 5 Minuten. Okay, gut, dass ihr immer einen Timer habt quasi. Also, dass schon 5 Minuten vergangen sind. Vorhin meinte eine Person, 8 Minuten sind schon vergangen. Und dann passierte was. Das bedeutet so 4 Minuten circa, bis was passieren sollte. Kann aber früher sein, ne? Ich will den jetzt mal endlich sehen. Kann doch gar nicht sein, Mann. Am Ende wird es wirklich ne, so 10 Folgen oder so, wo ich den dann finde, Mann. Okay, neues Biom. Also, wir haben uns ja ein paar. Ist hier gerade irgendwas passiert? Keine Ahnung. Wir haben uns ja jetzt ein paar Faktoren angeguckt. Und bis jetzt ist es auch nicht wirklich klar, was ihn provoziert. Also, klar. Klar, Mobs killen könnte eine Theorie sein. Aber, oder beziehungsweise eher Kühe, weil bei Kühen irgendwie immer was passiert. Auf der einen Seite passiert dann auch wieder nichts, wenn man Kühe tötet. Also, weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht. Also, ich sage mal so, wenn es mehrere Leute schreiben. Oh nein, beim letzten Mal habt ihr mich auch alle damit verarscht, aber das stimmte ja nicht. Wenn jetzt mehrere Leute schreiben, dass der da wirklich ist, dann glaube ich euch, aber jetzt, nachdem ich es gesagt habe, glaube ich euch ja wieder nicht. Aber, ja. Ich bin jetzt schon so krass weit gelaufen, ne? Wie lange, wie viel Zeit ist schon vergangen? Seit der letzten Sichtung, gerade waren es so 5 Minuten, ich glaube jetzt sind schon 6 oder so, 7. Okay, da ist einfach ein unendlicher Abgrund gefüllt. 7 Minuten. 7 Minuten sind schon vergangen. Okay, da ist wieder eine Wüste. Ich sehe da so einen Fehler. Achso, nee, ja, weil da oben so ein Block ist. Da, okay. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Zeit in der verfluchten Version verbracht. So. Geh mal in den Nether. Ja gut, dafür müsste ich jetzt irgendwie Obsidian und Dias bekommen. Ich will nicht zu den Farlands. Wie kommst du denn darauf? Oh, ein Tempel. Was ist ein Tempel? Ja. Den können wir uns gönnen. Den können wir uns gönnen. So, jetzt sollten schon so 8, 9 Minuten vergangen sein. Und es ist noch nichts passiert. Wer weiß, vielleicht passiert ja jetzt irgendwas. Ah, Mist. Macht die Kakteen kaputt. Meinte auch letztens beim letzten Mal einer.
Aber wenn er mich jetzt schubst, ne? Da habe ich ja so ein großes Problem. So. Ne. Wow, nicht mal Dias. Willst du mich verarschen, Alter? Fall nicht auf die Platte. Aber wir können etwas auf die Platte fallen lassen. Ich habe verbockt, das explodiert. Mal gucken. Kann es mich von hier oben betreffen? Einfach so. Hä? Okay, da passiert einfach gar nichts. So. Einfach raus. Okay, jetzt sind es schon wieder 9 oder 10 Minuten, ne? Wie viele Minuten sind schon vergangen? Okay, aber es fängt wieder an zu laggen. Bedeutet, er könnte wieder irgendwas machen. Ah, Mann, das ist echt... Ich sag mal so, ich werde es natürlich kürzer schneiden, aber wir sind gerade bei einer Stunde angekommen fast. Krass. Okay, es ist einmal Tag geworden. Ja, es ist einmal Tag geworden. Warum nicht? Okay. Nice, cool. Einmal Tag geworden kurz. So. Jetzt mal hier ein bisschen Goldsachen, Leute. So, so. Ja. Ach komm. Dann machen wir uns noch eine Eisenaxt. So. So, jetzt sind wir stärker ausgerüstet. Wird zwar nicht so viel bringen, aber okay, das nächste. Jetzt könnte ich wieder den Timer resetten. So, also irgendwie jede 8 bis 10 Minuten passiert was, ne? Aber diesmal auch was Neues. Es wurde einfach Tag. Toll. Aber, das Ding ist, wenn man so berechnet, die Chance, dass er kommt, ist ja sehr gering. Und wenn alle 10 Minuten quasi etwas passiert, wird diese Aufnahme 4 Stunden dauern, bis wir ihn sehen. Aber ich bin auf jeden Fall noch geduldig. Aber bei einer Stunde und 30 Minuten, da habe ich auch keinen Bock mehr, das zu schneiden, Alter. Also so lange habe ich jetzt auch keinen Bock drauf zu warten. Mal gucken. Mal gucken. Alle Events sind random. Erstens, woher weißt du das? Und zweitens, heißt es, dass wir ihn quasi nie treffen können, beziehungsweise dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, ihn zu treffen? Aber krass, also, ich habe in der Wiki geschaut. Steht auch irgendwie vielleicht, okay, was ist das, was wir wollen? Steht auch vielleicht, wie er kommen kann oder so? Oder hast du irgendwelche Infos? Aber das ist irgendwie schade. Ich sag euch ehrlich, als dieser Jumpscare gekommen ist, das war ja auch schon vor 20, 30 Minuten, habe ich ehrlich gehofft, und wir haben Slowness bekommen, aha. Ich habe echt gehofft, okay, das ist echt random mit der Zeit. Ich habe echt gehofft, dass er direkt danach kommen wird, aber es ist wie letztes Mal wieder eine Stunde vergangen und wir haben ihn nicht gesehen. Zwar sind jetzt viel, 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 viel mehr Sachen passiert. Was ist das für ein langer Kaktus? Aber, weiß nicht, ich würde ihn einfach mal gerne treffen, aber wird halt irgendwie nichts. 400 Likes, wow, geil, Alter. 408 Likes. Krass, wir sind wieder 240 Zuschauer. Also Leute, alle den Stream liken. Vielleicht schaffen wir 250. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es schon geschafft, oder? Weiß ich jetzt nicht. Okay, also jetzt sind wieder hintereinander zwei Sachen passiert. Krass, ich habe noch nie so geduldig. Das Ding ist, es ist auch die bekannteste verfluchte Version. Da will man den auch einfach mal treffen. Aber ich weiß noch, beim ersten Mal, als ich das gemacht habe vor Jahren, ist ja wirklich nichts passiert. Ich bin aber auch nicht lange rumgelaufen. Ich habe ja so eine Speed, also Fast, wie heißt es? Hat so eine schnellere Aufnahme gemacht. Wie heißt das? Slow, nicht Slow Motion. Zeitlupe, ja, genau. Ich habe eine Zeitlupe. Zeitraffer, ja. Da habe ich es ja so abgespielt. Es waren dann 2-3 Minuten, aber in echt waren es auch nur 10, 20 Minuten, die ich rumgelaufen bin. Da ist nicht viel passiert. Also da kann ich verstehen, dass ich dann auch kein gutes Ergebnis habe, wenn ich 20 Minuten warte. Aber wenn man so drüber nachdenkt, wenn man alles, also Part 1 und Part 2 zusammenrechnet, haben wir um die 2 Stunden oder fast 3 Stunden uns damit beschäftigt, ihn zu finden. Das ist schon echt lang. Aber für mich wird es natürlich aufwendig sein, eine Stunde Video zu schneiden, ne? Das wird dann wieder ein paar Stündchen kosten, sag ich mal so. Aber ich muss mich auch nicht beschweren. Ich gehe auch dieses Risiko ein, ne? Es stört halt einfach so. Für mich ist das scheiß, wenn alle 10 Minuten was passiert. Euch juckt's nicht. In Höhlen trifft man ihn oft. Wirklich? Ist das jetzt Joke oder? YouTuber haben meistens uns Höhle gesehen. In Höhlen trifft man ihn oft. Okay, warte, das schreiben gerade echt viele. Warum schreiben das plötzlich so viele? Also ihr hättet das auch vor einer halben Stunde schreiben können. Aber, okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach in eine Höhle. Let's go. Okay, das ist keine Höhle. Okay, die meisten haben ihn in der Höhle gesehen. Warum sind die keine guten Höhlen? Ich schreibe das jetzt erst, wollte mich komplett verrückt machen. Aber okay, dann gehen wir halt in eine Höhle, sobald ich eine finde. Warum shaket es so? Was meinst du? Ach so, ja, weil, weiß ich nicht. Weil er sich versteckt. Also er versteckt sich in der Höhle, aha. Ich bin schwer, man sei eher in der Wüste. Aber okay. Also es shaked, beziehungsweise es laggt, weil es einfach so an der Version liegt. Ich weiß auch nicht, warum. Jetzt hier runter. Hier geht's ein bisschen tiefer. Nee. Aber wir nehmen einfach mal die Kohle hier mit. Oh, ich fühle mich so unwohl in so einer Höhle, ne? Ich sag euch ehrlich. Okay, jetzt hatte ich mir eigentlich eine... Egal. So. 2 Fackeln. Also, nee, nicht 2 Fackeln, 8 Fackeln. So. Schade, ey, wir sind echt an vielen Höhlen vorbeigelaufen. Und jetzt finden wir einfach gar keine. Mach PvP mit Error 4Z2. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ja, das ist wieder eine Scam-Höhle. So. Okay.
Das sieht nach Potenzial aus. Okay, das sieht nach Potenzial aus. Trigger ihn wenigstens. Wie soll ich ihn triggern? Wie? Wie? Wenn ich es wüsste, dann würde ich das ja machen, aber ich weiß nicht, wie ich ihn triggern soll. Aber egal, jetzt haben wir wirklich ein neues Kapitel, weil wir... Ich habe 1000 Level. Ich habe 1000 Level. Ich habe 1000 Level. Was, wenn umso mehr Level man bekommt, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er erscheint? Ich habe einfach 1000 Level. Ich habe einfach 1000 Level, Leute. What the fuck? Hm, ja, hä? Ja. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ihr das gar nicht bemerkt oder ich das dann bemerke, wenn sich das ändert, aber 1000 Level ist eine krasse Erweiterung zu 100. Bedeutet also, vielleicht, was ich auch gerade gesagt habe, dass die Wahrscheinlichkeit immer höher ist, ihn zu treffen. Geht's wieder aus wie eine Sackgasse, ja. Ich schreibe in den Chat Rex Kühe. So. Ich will mal dieses Skelett da umbringen, weil... So. Okay, aber... Stand jetzt, ich sag jetzt alle, geh in eine Höhle, aber... Ja gut, ja. Ich bin in der Höhle. Und jetzt? Muss in Höhlen Mine gehen. Soll ich... meint ihr jetzt Strip Mine? Soll ich Strip Mine oder was? Soll ich Strip Mine? Oder soll ich einfach durch die Höhle laufen? Ja, 1001 XP kommt jetzt, glaube ich, vom Skelett. Ja. Weiße Augen, was weiße Augen? Was? Kann sein, dass die XP sich erhöht, wenn du dich ihm näherst. Ich glaube eher nicht, weil ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit. Weil ich war ihm ja schon nah. Aber er gibt mir ja manchmal so ein Knockback, aber... Okay, ja. So haben wir ein Skelett, so. Creeper. Huh! Der ist einfach direkt explodiert. Du hast wieder mehr XP. Ja, aber das kommt ja vom Mob, glaube ich. Also, soll ich Strip Mine oder nicht? Erze abbauen, wirklich? Denkst du, Erze abbauen bringt was? Also auch relativ lange nichts mehr passiert, ne? Habe ich das Gefühl. Ich fühle mich gerade, ich habe so Paranoia gerade. Mach. Also ich soll jetzt Strip Mine. Alter, ich weiß nicht, ob man mir das ansieht. Sieht man, also, oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben einfach 4-2 getroffen. Wir haben es geschafft. Nach einer Stunde und 10 Minuten. We are the champions. We go, Ich habe gerade Gänsehaut, mein Herz tut weh, ich bin traumatisiert, aber Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Error 422 ist erschienen. Wir haben Error 422 nach ungefähr 3 Stunden gefunden, also noch zusammengerechnet mit der letzten Aufnahme. Gut, ich musste also nicht Strip Mine und ja, die Theorie, dass man in der Höhle findet, ist richtig. Bedeutet also, Kühe töten und in Höhlen. Ich dachte gerade, das wäre Herobrine, Alter. Wir haben es geschafft. Kannst du jetzt twerken? Leute! Wir haben es geschafft. Alle GG reinschreiben in den Chat. Leute, und jetzt auch auf YouTube. Ich weiß, wie lange die Aufnahme am Ende wird, aber Leute, das war extrem aufwendig, diese 2 Videos. Wieder jetzt eine Stunde quasi rumgelaufen und kein Erfolg gehabt, aber es hat sich gelohnt. Diese 2 Parts, es hat sich gelohnt. Das war's auch jetzt mit dieser Version, weil es sind also doch nur 2 Parts geworden am Ende. Das war's, Leute. Wir haben es geschafft. Dann würde ich sagen, lasst einen fetten Like da. Weil wir ihn gefunden haben. Und danke für alle, die bis hierhin geschaut haben. Also Part 1 und Part 2 geschaut haben. Wir haben es einfach geschafft. Was soll man sagen? Wir haben ihn gefunden. Error 422 ist echt. Der Mythos ist echt. Ein weiterer Mythos, der echt ist. Ich wusste zwar, dass man ihn finden kann. Ich selber habe es aber jetzt herausgefunden, dass man ihn finden kann. Wir haben ihn gefunden, Leute, als Community. Also lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Damit supportet ihr mich sehr. Und schreibt doch in die Kommentare, welche Version ich noch testen sollte, wo ich mehr Stunden investieren sollte. Vielleicht haben wir noch mehr Erfolg bei anderen Versionen. Das war's also jetzt zu dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.